Jetzt eine weitere Folge von Das unsichtbare Visier. Um die Ausstrahlung dieser Produktion des ehemaligen Fernsehens der DDR hier in B1 gibt es ja inzwischen eine öffentliche Diskussion. Wir erhalten zum einen Zuspruch von Zuschauern, die sich diese Reihe mit großem Interesse noch einmal anschauen. Von anderer Seite wiederum wird uns vorgeworfen, mit der Wiederholung die Spionagetätigkeit des damaligen Ministeriums für Staatssicherheit zu verherrlichen. Natürlich ist die Reihe auch ein Dokument dafür, wie das Fernsehen der DDR die von Markus Wolf geleitete Auslandsspionage den Zuschauern nahebringen wollte. Für uns im Jahre 1995 enthüllt sie zugleich aber auch die Ziele und Methoden der Stasi im Ausland. Das unsichtbare Visier gehört zum Genre Spionagefilm, bei dem die Seite, die den als Hauptperson handelnden Spion entsendet, immer die Guten und die anderen die Bösen sind. Wir meinen, die Filme sind spannend, handwerklich gut gemacht und können aus der Distanz des Jahres 1995 gezeigt werden. Sie werden heutzutage keinen Zuschauer mehr über das wahre Wirken des Ministeriums für Staatssicherheit täuschen. Sie bilden ein Stück Fernsehgeschichte aus der DDR. Und die Hauptrolle, den Kundschafter Achim Tätjen, spielt übrigens Armin Müller-Stahl, der damals bereits ein bekannter Star in der DDR war und heute zu den wenigen deutschsprachigen Weltstars gehört.